Caratur, herzlichen Glückwunsch zum 4-2-Sieg hier daheim gegen Thun. Wie bist du zufrieden mit unserem Match? Merci vielmals. Wir haben eine gute erste Halbzeit gespielt. Dann ist Thun ein bisschen mehr gekommen. Haben wir zwei, sagen wir, unnötige Goal bekommen. Aber dann haben wir auch wieder Moral bewiesen und haben den Sieg hier in Aarau gelassen. Du sprichst es an, wir arbeiten uns regelmässig oder immer wieder in der ersten Halbzeit eine super Ausgangslage und gehen in der zweiten her. Wo siehst du die Gründe dafür? Ja, ich denke, es hat vielleicht auch mit dem Gegner zu tun, weil sie müssen kommen. Aber ich denke, wir müssen schauen, was wir besser machen können. Dass wir in solchen Situationen ruhiger bleiben im Ballbesitz, den Gegner holen und dann gibt es auch Räume hinter den Verteidiger von ihnen. Und ich denke, das müssen wir anschauen, versuchen wir auch anschauen. Der Trainer sagt es uns auch und das versuchen wir umzusetzen. Dir darf man zum Goal gratulieren. Wie gut tut dir der Treffer? Dankeschön. Ja, ich denke, jeder Treffer tut gut. Ich freue mich natürlich, dass ich auch treffen konnte und so den Sack zugemacht habe, dass wir das Sieg holen. Und von dem her bin ich überglücklich, dass wir die drei Punkte heute geholt haben. Es geht in drei Tagen schon weiter in Chiasso. Was nehmen wir mit von heute? Ja, ich denke, es gibt positive Energie. Wir haben jetzt gewonnen, wieder daheim. Und jetzt schauen wir auf Chiasso, dass wir dort wieder einen Sieg holen und top engagierte Leistung bringen. Super, danke vielmals. ProCloud, Ihre Nummer 1 im Aargau für IT-Outsourcing und Cloud-Services. Stefan Keller, zuerst mal herzlichen Glückwunsch zum Sieg. Du hast in der letzten Zeit immer mal wieder in Interviews bemängelt, dass wir mit guten Ausgangslagen fahrlässig umgehen. Auch heute ist es brenzlig geworden, aber zum Glück mit einem besseren Ende für uns. Wie bewertest du unseren Auftritt? Erste Hälfte sehr zufrieden. Für einen grossen Teil, so wie ich mir das vorstelle, so wie sich auch die Mannschaft das vorstellt, dominant. Sie köpfen einen Ball in einer Bogenlampe an die Latte. Wir verteidigen auch Corner sehr, sehr gut. 2-0 in der Halbzeit, zwei gute Goal von Michael. Und dann auch finde ich, dass wir relativ gut, dass wir mal in der ersten Phase von der zweiten Halbzeit gestartet sind. Und kommen dann doch wieder zwei Gegengol über, müssen wir noch mal genau anschauen. Gewisse Sachen unerklärlich. Das darf einfach nicht passieren. Wenn wir höher raufwenden, und das ist ein Thema in der Mannschaft, dann müssen wir das abstellen. Und jetzt heute ein grosses Kompliment, aber ich habe gefunden, auch nach dem Nackenschlag haben wir weitergespielt, haben weiter unser Spiel gespielt. Es ist auf dem Feld niemand nervös geworden. Ich musste ein paar Mal animieren, dass noch mehr Köpfe oben bleiben, aber grundsätzlich sind die da gewesen. Und dann bin ich sehr glücklich, dass die zwei Einwechslungen stechen. Sind im Moment nicht meine besten Freunde, die zwei, oder ich nicht ihre. Das muss im Fußball aber auch nicht sein. Wenn sie so reinkommen, dann haben wir am Schluss alle recht gehabt. Und unser Kader ist breit, ist gut. Ich habe gestern das erste Mal zwei Spieler daheim lassen. Das zeigt einfach auch, was ein Platz bei uns im Kader wert ist. Und Konkurrenzkampf lebt, Konkurrenzkampf belebt das Geschäft und man muss nicht immer nur Harmonie haben. Du sprichst die Einwechslungen an, die gut bewirkt haben. Aufgrund von welchen Eindrücken triffst du die Entscheidungen während dem Match? Ja, selbstverständlich auf die Energy Levels. Also das ist ja so ein bisschen das Hauptding, wenn man so oft hintereinander spielt. Selbstverständlich, der Donat hat noch einen Schlag auf den Oberschenkel bekommen. Das war eigentlich schon in der Pause klar, dass wir den relativ schnell werden machen. Dann der Michael auch, muss man nicht vergessen, hat bei Chiasso nicht so regelmässig gespielt, wie er jetzt bei uns spielt. Muss man auch gut auf ihn aufpassen. Ist ein wertvoller Spieler. Wollte ja, dass er nächsten Freitag wieder auf dem Feld steht. Auch dort Energy Level. Und am Schluss haben wir noch den Spada reingebracht. Auch dort haben wir das Gefühl gehabt, dass der Randy leer ist. Und auch der Kevin Spadanuda, wenn er jetzt der Einzige ist, ohne Goal oder glaub Assist, hat er einen riesen Anteil, weil er ist von der ersten Sekunde parat gewesen. Und so ist es wunderbar. So stelle ich mir das vor. Eben, sie müssen nicht mich lieben oder bei dem Telefon daheim erzählen vom tollen Trainer. Sie müssen einfach dort Leistungen bringen und dann macht es mir noch schwieriger und dann wird mein Job immer interessanter. Wir sind jetzt plötzlich wieder an der Spitzengruppe. Wie wichtig ist das für die Moral für den Rest der Saison? Ja, das ist sehr, sehr wichtig. Also, wir sind schon ein paar Mal dran und dann wieder jetzt heute mit diesen Late Goals, Late Winners. Ist sensationell. Ich habe von der Mannschaft mehr Emotionen erwartet. Auf dem Feld positive Emotionen, auf der Bank positive Emotionen. Auch von mir hat er probiert,
mich noch besser zu verhalten, als ich sonst schon mache. Und Late Winners, die bringen Emotionen, von denen hat die Mannschaft gemacht, was ich von ihnen gefragt habe. Und ja, oben dran sein, das ist einfach, das, wenn man unsere Qualität sieht, unsere spielerische, fußballerische Qualität, wie wir arbeiten, wie die Jungs grossteils miteinander umgehen, ja, dann schneidest du einfach ins eigene Fleisch, wenn du nicht oben dran bist. Und das war ein Thema in den letzten Tagen. Und ich bin sehr, sehr glücklich, dass wir jetzt den Anschluss geschafft haben. Danke vielmals.